So, da bin ich auch schon wieder. Wie ihr seht, natürlich, Mario Kart ist langsam wird es wirklich zur Sucht. Ich glaube, ich bin jetzt bei über 110 Spielstunden oder so, aber ich will halt mit den Punkten immer weiter hochkommen. Also wie immer, wer Bock hat, kann gerne reinkommen und streamen. Ich bin allerdings natürlich auf Twitch online. Das Ganze ist auch nochmal unten drunter in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten sucht einfach nach dem Namen Kart 86. Dann noch wie immer, bisschen Werbung. Ihr kennt das Spiel ja schon. Demnächst kommt auch Elden Ring 2 raus. Ne, Elden Ring 1, Entschuldigung. Ist ja von den Machern von Dark Souls. Soll auch recht gut sein, beziehungsweise soll gut werden. Und ihr seht schon am Preis, 44,99 €. Wenn ihr dann noch den Treuerabatt wieder dabei habt, seid ihr bei unter 40 € für ein PC-Spiel, was eigentlich 60 € bei Steam kosten wird. Also wenn ihr Angebote sucht, guckt euch gerne wirklich MMOG an. Auch nicht, wenn ihr keinen Bock habt auf Elden Ring. Es sind immer Angebote. Also wenn wir hier wirklich mal durchgehen, wie gesagt, PSN-Karte 45 €. 100 € PSN-Karte 90 €. Landwirtschaftssimulator 22 für 28 € statt 40 €. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Codes sind innerhalb von Minuten da. Also da hatte ich noch nie ein Problem. Außer vielleicht damals zur Totti-Zeit bei FIFA, da gab es mal ein bisschen Verzögerung, was die PlayStation-Karten betrifft. Aber ansonsten war da immer alles da. Auch hier zum Beispiel Microsoft Office für 20 €. Also jeder, der so ein bisschen sich in den Preisen auskennt, sieht schon, dass da deutliche Angebote sind. Also wenn ihr haltet wirklich die Augen immer offen bei MMOG. Ich wurde auch noch nie enttäuscht, wenn da irgendein Key nicht funktioniert. Einfach einen Support anschreiben. Ist ganz einfach. Also immer alles möglich. Ja, hier das hier unten, da darf ich ja keine Werbung für machen. Ist ja illegal. Aber ihr seht doch, was demnächst rauskommt. Elden Ring, Elden Ring. Was kann man denn noch? Kommt als nächstes raus. Assassin's Creed. Seht ihr schon, es ist jetzt schon im Angebot, obwohl es noch gar nicht draußen ist. Sind natürlich immer nur die Online-Codes. Das müsst euch natürlich bewusst sein. Ihr werdet da keine CD geschickt bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich schon im Stream und haut rein.